Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video und zu den letzten vier Videos 2015. Jetzt sind wir ja bei der dritten Folge angelangt. Ja, Leute, bei der dritten Folge und ich habe mir gedacht, lade ich mir einfach mal Bandicam runter und nehme für euch sozusagen jetzt die Highlights auf, die jetzt halt stattfinden. Und mit dabei ist einiges. Also in der ersten Folge werdet ihr eher FIFA bevorzugt bekommen von mir und im zweiten eigentlich auch fast, denn dort waren eigentlich die meisten Highlights, die ich euch nur zeigen kann. Und ja, wir schauen mal, was ich da für Highlights so rausgepickt habe. Da könnt ihr euch schon mal auf einiges gefasst machen. Meistens sind das entscheidende Treffer, die gefallen sind im Let's Play über das ganze Jahr. Und ja, ich hoffe mal, es hat alles geklappt hier mit Bandicam und so weiter. Ich weiß, ich mache das noch relativ unseriös, aber trotzdem muss das halt gemacht werden. Und ja, wir gucken einfach mal. Ich denke, dieses Aufnahme da oben links seht ihr auch, aber das stört uns nicht. Ich möchte euch ja nur die Highlights präsentieren, die am Ende ja auch sehr wichtig sind. Und als erstes sehen wir hier ein großes Finale der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Ja, in Frankreich. Allerdings wollte ich noch irgendwas gucken, Leute. Genau, eben gucken. Läuft, perfekto. Und zwar wollte ich noch eben sagen. Nee, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach, egal. Auf jeden Fall seht ihr hier schon mal das Europameisterschaftsfinale 2016 in Frankreich. Das Let's Play war in, ich glaube, ah, das können wir nochmal nachschauen hier. Das war im Februar und ja, wie ihr seht, ist das ein Finale und wir schauen uns mal an, was passiert ist. Das interessiert mich selber ja auch. Viel Spaß und macht die Lautstärke bitte leiser, wenn es bei euch zu laut wirkt. Deswegen habe ich auch auf ein Ohr nur das gemacht. Also meine Stimme, damit man jetzt die Originalstimme auch hört. Viel Spaß. Nächste Ecke. Fährt jetzt wieder. Müller! Ja, ich vertreibe, Thomas aber. Müller! Das gibt's doch gar nicht. 1-0 im großen Finale. Mit dem Kopf zahlreiche Ecken. Zahlreiche Ecken und McCarthy guckt nur noch doof. Müller! Thomas! Also, ihr hört auch an meiner Stimme, dass das ein bisschen übertrieben war, was ich da geleistet habe, aber okay. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, das habe ich ganz vergessen, dass die Videos jetzt in schlechter FPS sind. Das bedeutet also, ihr seht nicht die gewohnte Grafik von mir, sondern einfach nur 360p. Ja, kann man machen, würde ich sagen. So, dann machen wir das mal weg und gehen zur nächsten Seite. Wieder eine Weltmeisterschaft, beziehungsweise eine Weltmeisterschaft. Das andere war ja eine Europameisterschaft. Das ist aber eine Weltmeisterschaft. Und diese Weltmeisterschaft in Russland wurde im März ausgestrahlt bei mir auf dem Kanal. Das bedeutet, Februar und März sind sozusagen bald weg. Im Januar, ja, war einfach nichts Spannendes. Viel Spaß bei diesem Highlight. Und ich sage immer dazu noch vielleicht was am Ende. Viel Spaß mit diesem Highlight. Es ist jetzt in jedem Moment vorbei, wenn nichts mehr kommt. Wir werden jetzt noch mal die Eier haben und was machen. Müller und Schweinsteiger, die Erfahrenen, sollen jetzt noch mal kommen. Und es muss Elfmeter geben, es gibt Elfmeter. Den jetzt machen. Den jetzt machen. Was ein Krimi. Jetzt muss Müller jetzt nur noch die Nerven behalten und den machen. Die 90. Minute. Jetzt oder nie. Müller. Schieß uns bitte.
Müller! Kedira! Da ist es! Der schießt sie noch rein! Super! Und gleich gibt's die Verlängerung. Oh! What happened? Sammy Kedira! Also da habt ihr ein entscheidendes Tor gesehen. Wir haben das Spiel dann am Ende, das sage ich jetzt nicht, gewonnen oder verloren, beziehungsweise macht euch jetzt selbst nochmal ein Bild und schaut euch das eventuell nochmal an. Dazu gibt es ja einen zweiten Part. So, wir müssen das alles rucki-zucki machen. Die Zeit geht ja so schnell weg. Ja, wenn ihr jetzt schlau seid, dann wisst ihr, was alles passiert ist. Dieses Finale stammt dann vom 7.3. Und ja, wir schauen mal, was passiert ist, was ganz historisch ist. Götze super abgehangen. Noch einmal super abgehangen. Götze! Götze! Götze mit der 1 zu 0, 110. Minute! Deutschland führt 1 zu 0! In Russland, in Moskau! Wieder dieser Götze! Eingewechselt, läuft Ruben davon und das 1 zu 0 wird es das entscheidende Tor für die Weltmeisterschaft 2018 sein und wird es das Jahrhunderttor, wird es das Tor zum Weltmeister, zum fünften Titel. Das sehen wir gleich. So, jetzt kommen aber die Spanier noch einmal. Das sollte nicht geschehen jetzt, aber okay. Natürlich haben wir uns dann noch den Weltmeistertitel gekrallt, sonst wären da ja auch keine 5 Likes, wie man sieht auf dem Video. Also, sehr, sehr geil. Also ich glaube in der, wann war das, 110. oder 111. Minute hat Mario Götze das 1 zu 0 geschossen. Wie damals in Rio, in der 113., deswegen so historisch, wie ich sage. Also, geiles abschließendes Wort dazu, aber Leute, es muss ja immer was Doofes noch dazu gehören in den Jahresrückblicken. So auch jetzt bei mir. Und ja, schauen wir einfach mal selber hinein. Ich wünsche euch viel Spaß beim WM-Finale 2022 in Katar, beim Finale Deutschland gegen Frankreich. Musst du früher hin, super. Sydney Sam. Oh, Kurosawa. Und Lacazette mit dem 1 zu 0 für Frankreich. Bitter. Die Abwehr steht nicht und dann macht Alexandre Lacazette das 1-0. Muss nicht sein. Gut herausgespielt und dann Manuel Neuer, ja. Zum zweiten Mal bei diesem Turnier oder zum dritten Mal, glaube ich, überwunden. 7 Tore bei der Weltmeisterschaft. Jetzt ist Deutschland. Mit 7 Toren meinte ich natürlich Lacazette, also sein 7. Tor bei dieser Weltmeisterschaft. Wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen habt, so richtig. Und ja, das waren die ersten Highlights. Ach, wann war das denn? Also, diese Staffel war auch am 10.04. Danach passiert noch was. Allerdings, wenn ich das jetzt zeige, ist die Zeit schon längst vorbei. Deswegen gibt es das im nächsten Video, weil in den letzten 6 Monaten, vom 25.12. jetzt aus, ist nicht so viel passiert und deswegen gibt es das alles im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wirklich. Wenn ihr nochmal diese Special Highlights sehen wollt, dann schaut euch das nochmal an. Hier seht ihr auch die Überschriften der Videos und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und dort werde ich dann auch ein bisschen sagen, was ich mit der Bandicam so noch vorhabe. Dankeschön, bis dahin und ciao.